Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und diesmal befinden wir uns im Hintergrund, wie ihr seht, schon im Zoo von unserem heutigen Ersteller. Das ist der Fall, weil die E-Mail relativ kurz ist und die E-Mail kommt vom 28.12.2019 und sie hat uns geschickt, der liebe Kai. Und Kai schreibt auch eine kurze E-Mail dazu. Hallo, ich bin Kai und ich hoffe, du zeigst meinen Zoo im Video. Ich bin zwar noch nicht so weit, wollte aber deine Meinung zu meinem Zoo. Ich habe bis jetzt 5 Gehege, viel Spaß bei der Besichtigung. Und er hat noch ein Update eingereicht am 8.1. Das heißt, wir haben jetzt eine Version vom 8.1. und der Zoo heißt Mülzner Zoo laut dem Safecamp. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in dein Zoo. Die ganzen Leute spawnen hier. Ja, wie gesagt, diesmal sind wir direkt schon im Zoo gestartet. Und ja, sind diese Lampen hier normal oder wurden die eingefügt? Ich nie so drauf geachtet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du die eingefügt hast. Die sind bestimmt normal. Habe ich wahrscheinlich nur nie gesehen. Mülzner Zoo war, glaube ich, der Name, ne? Das werden wir hoffentlich gleich auch nochmal sehen. Gäste sind noch enabled. Das heißt, der Zoo ist wahrscheinlich noch nicht mega riesig, weil sonst die FPS wahrscheinlich nicht so gut wären. Aber ich mach mal die Gäste aus, Leute, weil die stehen uns hier auch echt immer einen Weg rum. Ich finde, dadurch sieht man halt viele Sachen auch nicht. Ich meine, dadurch ist zwar so ein bisschen besseres Feeling da, so ein bisschen mehr dieses Zoo und Besucher sind am Start-Feeling, aber man übersieht halt viele Sachen. Hier ist auf jeden Fall mit einem Asia-Bereich angefangen, so wie es aussieht. Und es regnet, ist ja auch mal was Neues. Mülzner Zoo, da sehen wir es. Mit einem wunderschönen Wasserspringbrunnen, mit einem V, mit zwei Elefanten. Hier so ein paar Blumen in Herzform. Ist das Herzform? Nee, ist nicht ganz Herzform. Sieht aber so ein bisschen so aus. Ach, schön. Ich bin ja eh großer Fan von Wasser am Anfang, das wisst ihr ja. Aber das sieht doch toll aus. Süße Idee mit den Elefanten, dass die so das Schild mit einem Seil halten. Sehr cool. Vielleicht hättest du auf die Rückseite auch noch irgendwie was schreiben können. Hier nochmal ein Schild draufpacken, nur das gleiche einfach gespiegelt. Und vielleicht irgendwie Goodbye oder irgendeine andere Nachricht oder sowas. Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Hier geht es auf jeden Fall in den Asia-Bereich. Das sieht doch schon mal cool aus. Aber die Gäste blockieren hier wirklich voll alles. Hier sind Mitarbeitereinrichtungen. Hier ist auch unterirdisch Mitarbeitereinrichtungen. Habe ich ja schon mal gesagt, finde ich immer sehr elegant, wenn man das so regelt. Hier ist so ein begehbares Gehege. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt rein? Wir gehen in den Hauptbereich hier rein. Asien, denke ich mal, ne? Hier geht's rein. Da haben wir dann das erste Gehege direkt. Was haben wir denn hier? Oh, hier plätschert schon mal Wasser. Sieht aus wie so ein fließender Fluss. Cool. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal von oben an. Was hier ein bisschen auffällt, ist, diese Zäune hätte ich, glaube ich, ein bisschen höher gemacht. Weil es ist immer ein bisschen störend, wenn die in auf Kopfhöhe sind ungefähr. Weil dann kann man die Tiere teilweise dann nicht so gut beobachten. Aber ich weiß gerade nicht, welches Tier hier drin ist. Ich sehe es zumindest nicht. Oh, was ist hier denn passiert? Okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen, Leute. Okay. Ja, das Schild ist auf jeden Fall da reingeglitscht. Man sieht aber, was es ist. Es ist ein roter Panda. Da ist er auch. Da sehen wir ihn. Sowas ist gar nicht schlimm, das kann passieren. Das kannst du ja auf jeden Fall noch korrigieren. Das war wahrscheinlich erst hier an der Wand. Dann hast du vielleicht nochmal die Wand geändert oder sowas. Und dann ist das Ganze ein bisschen kaputt geworden oder kaputt gegangen. Oh, das ist ja cool. Guck mal, die haben da oben so ein Häuschen, wo die reinklettern können. Und die können auch hier über den Baumstamm klettern. Können die das denn wirklich? Das würde mich mal interessieren. Das hier bei Rebereich, müssen wir mal kurz anklicken. Nee, sieht nicht so aus. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus, aber ich habe jetzt schon wieder ein Problem hier. Ich bin nämlich soeben auf den Zaun geglitscht. Wow. Geht ja direkt gut los hier in deinem Zoo. Wenn wir uns das Ganze mal von oben angucken. Och, das sieht doch schön aus. Ein süßer, kleiner Eingangsbereich. Ich hatte übrigens, eigentlich wäre ein anderer Zoo dran gewesen, aber bei dem hatte ich wieder so schlechte FPS. Also wenn ihr einen Zoo baut, baut lieber ein bisschen kleiner. Und dafür überlegt euch irgendein cooles Motto, baut irgendwas Besonderes. Zum Beispiel ein Zoo auf einem Boot oder sonst was. Das ist jetzt nur irgendein Vorschlag. Aber überlegt euch irgendwas, was einen fasziniert und was Besonderes ist. Ich glaube, dann ist das Ganze viel, viel spannender. Und dafür könnt ihr dann einfach mehr Details einbauen und einfach ein bisschen kleiner. Und dann sollte man, was FPS angeht, keine Probleme kriegen. Weil das ist echt ärgerlich, dass das Spiel so eine schlechte Performance hat. Das heißt, wenn man gerade einen Zoo baut, dann bekommt man halt ganz schnell Probleme. Oh, ich bin gar nicht hier reingegangen, ne? Ich bin hier reingegangen, glaube ich. Ich glaube, ich gehe links rein, Leute. Na, gehen wir mal hier rein. Boah, die sind aber auch alle im Weg. Ah, hier sieht man ganz gut das Wasser, was du gebaut hast. Schöne Stromschnellen.
Sieht auch sehr gut aus von den Düsen her. Sieht sehr fließend aus, das Wasser. Man sieht jetzt die Düsen auch nicht auf den ersten Blick. Die hast du auch gut versteckt. Das Geplätscher gefällt mir auch sehr gut. Hier an den Felsen und sowas. Hier ist so schön gestaltet. Ach, das sind Menschen. Ich dachte gerade, da sind Tiere zu sehen. Das müsste aber das rote Panda-Haus sein hier. Das ist ja cool, dass man hier so mit Glasscheiben reingucken kann. Wie hast du denn die Glasscheiben gemacht? Das ist wahrscheinlich mit diesen Gehegebarrieren oder sowas. Coole Idee. So, hier haben wir noch einen kleinen Einkaufsladen. Boah, ich verewige mich. Soll ich? Ja, komm. Dandy. Ne, warte, wir machen das anders. Dandy war hier. Perfekt. Verewigt in deinem Zoo. Kein Problem. So, weiter geht's. Hier geht's nämlich jetzt ein bisschen bergauf. Können wir nochmal in das Gehege reingucken. Ja, die Strom... Oh, nicht hier raufglitschen. Die Stromschnellen sind wirklich ganz gut gemacht. Hier vorne, das hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr abdecken können. Mit Klippen und sowas. Ich weiß, sowas ist immer ein bisschen nervig und viel Arbeit, aber ich glaube, das kann man noch ein bisschen schöner gestalten. Aber an sich, das fließende Wasser gefällt mir schon sehr gut, was du da gebaut hast. Oh, hier ist nochmal so ein kleiner Wasserfall. Oh, das habe ich auch noch nie gebaut. Ich komme ja selber sowieso gar nicht zum Planet Zoo spielen. Ich besichtige eigentlich immer nur eure Zoos, aber es macht auch mega viel Spaß. So eine coole Wassermühle könnte man halt echt mal bauen. Ich wusste gar nicht, dass sich das Ding dreht. Richtig cool. Ist zwar ein bisschen random hier, aber... Oha, wollen wir das? Das Wetter geht hier ganz schön rund, Leute. Na, ich glaube, das wollen wir nicht. Dadurch sehen wir einfach viel zu wenig. Ich stelle das mal aus. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Weil gleich ist sonst alles schneebedeckt. Dann sehen wir gar nichts mehr. Hier geht es auf jeden Fall in ein Gehege rein. Oh, die Leute sind alle am Frieren. Ein begehbares Gehege. Ah, mit Japan-Makak. Cool. Und da können die dann rüberklettern. Gehen wir auch mal rüber. Hier chillen die dann so ein bisschen. Und die schlafen. Oh, interessantes Kletterhaus, was du da gebaut hast. Schon cool aus. Sehr interessante Form. Cooles Gehege, dass man hier so reinlaufen kann. Dann trotzdem noch von hier oben runterschauen kann. Habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Hier geht es auch nochmal raus. Oha, ich weiß jetzt schon, dass ich mich verlaufen werde in deinem Zoo. Hier ist ein Schild. Und hier ist nochmal so ein begehbarer Bereich. Ach, das ist auch mehr so für die Affen, glaube ich, ne? Vielleicht hättest du hier noch so ein paar Schlafmöglichkeiten machen können für die Affen. Oder halt sogar ein paar Bänke für die Besucher. Das wäre auch eine coole Idee. Das wäre, glaube ich, echt cool, wenn du hier Bänke reinmachst, dass die Besucher sich hier hinschillen können und dann noch so ein paar mehr Affenspielzeuge, so wie hier, damit die Affen dann wirklich auch hier oben sind mit den Besuchern. Das wäre, glaube ich, mega cool. Wir gehen einfach mal jetzt hier weiter. Ich weiß, ich habe mich jetzt schon verlaufen, aber kann man nichts machen. Was haben wir denn hier? Hm. Da. Nee. Ich dachte gerade, das wäre ein Tier. Wow. Oh, ein Bär. Ich frage mich nicht, welcher. Ich schätze jetzt einfach mal auf Jasminbär. Weiß es aber nicht. Es gibt ja, glaube ich, 4 verschiedene Bären oder so in Planet Zoo. Mega krass. Ist auf jeden Fall ein Schneegehege. Und auch hier wieder ein schöner Wasserfall. Schöne Bepflanzung. Nur, wo sind die Tiere? Ach, da schläft er. Gucken wir mal, wo ich recht hatte. Ne, Isabelbär, okay. Gibt es Jasminbär überhaupt? Ich glaube, ich meinte den. Ich glaube, ich meinte den, ne? Isabelbär. Rip. Den meinte ich. Ich habe nur den falschen Frauenvornamen gerade verwendet. Ja, kann passieren. Du hast hier auf jeden Fall mit dem Arctic-DLC gearbeitet. Cool. Hier sind diese Eisdinger, Eisfelsen. Sehen mega cool aus. Voll interessant. Ich würde mich auch mal über so einen Arctic-Park freuen. Aber das dauert sicherlich noch ein bisschen, weil die Safe-Games sind ja alle noch von einem älteren Stand meistens. Da war das Arctic-DLC gerade erst raus, beziehungsweise noch nicht draußen. Nehmen wir das nächste Gehege. Auch hier ist wieder mit der Sichthöhe ein bisschen ärgerlich. So, das könnte jetzt aber der, dieser Schwarzbär sein. Taiwanische Schwarzbär. Würde ich jetzt schätzen. Oh, da schlafen die Kleinen. Das müsste der halt wirklich sein. Ja. Wie süß. Die werden, glaube ich, auch nicht so groß, ne? Aber sehr niedlich. Na gut, die Höhle könnte man natürlich noch mit ein bisschen Felsen und so auch von innen gestalten. Aber es ist eine coole Idee, so eine Höhle, dass die Besucher die auch direkt gut beobachten können. Hier ist noch ein Wasserfall. Gewässer. So teilweise sind die Sachen halt noch im Rohbau, aber das ist halt so, ne? Ich kenne das Ganze ja.
Hier kann man noch alles mit Klippen mehr ausgestalten und so weiter und so weiter. Aber das ist halt auch alles immer viel mit Zeit verbunden. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm, wenn dann mal die eine oder andere Sache nicht ganz fertig ist. Wir gehen jetzt mal hier hinten hoch. Hier sehen wir schon... Oh, dein Zoo ist, glaube ich, relativ groß. Oha. Da sehen wir auf jeden Fall Panzernashörner. Ich auch großer Fan von den Tieren. Hier ist ein bisschen der Rasen durch den Boden. Hier haben wir den nächsten Bär, okay. Müssen wir wieder raten, welcher Bär ist das, Leute? Nee, hä? Ich bin verwirrt. Ich glaube, hier kommt gar kein Bär. Hier ist nämlich der Schneeleopard. Oh, interessantes Gehege. Ich glaube, das geht hier immer so ein bisschen hoch, das Gehege. Da ist er gerade am Spiel mit der... mit dem Zebra-Dingsbums. Oh, die sind so süß. Irgendwann werde ich einen so einen mal in echt sehen. Habe ich mir vorgenommen. Das sind so süße Tiere. Oh mein Gott, sind die niedlich. Mit ihrem Plüschi-Schweif. Das ist wie so ein Menschenbaby geschrien gerade. Hast du das gehört? Oh! Ey! Ich finde das ja cool, dass die Tiere wirklich so klettern in diesem selbstgebauten Gehege. Aber das ist teilweise leider echt noch sehr buggy. Aber immerhin funktionieren. Oh, immerhin funktionieren die Gehege. Sehr gut. Ist der niedlich. Der ist so putzig. Oh, der will zu mir. Hä? Ja, aber der war... Ich glaube, er ist runtergesprungen. Hier geht es auf jeden Fall mal noch schön hoch. Sehr interessantes Gehege. Auch hier wieder ein Wasserfall. Ich finde das cool, dass du so ein Gehege gebaut hast. Hier kann ich leider nicht hoch. Ja, ist nicht schlimm. Das, wo man sich so komplett hochschlängelt. Ich meine, guckt euch das mal an. Das geht von hier unten bis nach da oben. Und da oben kann man auch nochmal gucken. Richtig coole Idee. Tolles Gehege. So, weiter geht's. Nee, in diese Richtung müssen wir. Ja, hier ist alles noch so ein bisschen rohbaumäßig. Das müssen die roten Panda sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen aber weiter hoch. Wir gehen ja mega auf so einen Berg drauf oder sowas. Buletten. Das müsste jetzt der obere Teil sein von dem Schneeleopardengehege. Genau. Coole Idee, oder? Also ich finde es cool. Ja, hier sind... Also die Sachen sind halt teilweise noch im Rohbau, ne? Man kann das hier alles natürlich auch noch ausschmücken. So weiter. Ist aber auch nicht schlimm. Es muss nicht jeder Zoo mega perfekt sein, Leute. Wenn ihr mal... Also seid nicht abgeschreckt, wenn ihr mal irgendwie so einen richtig krassen Zoo seht, wo dann irgendwie 1000 Spielstunden drin stecken und euer Zoo ist dann irgendwie nur in 20 Spielstunden erbaut. Das ist gar nicht schlimm. Könnt ihr ruhig trotzdem einschicken. Ich freue mich wirklich über jeden Zoo. Okay. Das ist cool. Was ist das für ein Gehege? Kann hier auf jeden Fall auf so eine Aussichtsplattform gehen. Und hier kann man nochmal irgendwelche Tiere beobachten. Ich weiß nur gerade nicht, welche. Verstecken sich leider, aber die haben auch ein riesiges Gehege, glaube ich. Hm. Können wir hier rein? Nee, wir können auch leider nicht reingehen. Da ist er. Das ist ein Panda. Ah. Könnt ihr das sehen? Auf YouTube. Da unten sieht man so ganz leicht ins Weiße. Da läuft er mit seinem dicken Popo. Okay, coole Idee. Hier geht es dann auch nochmal weiter. Ja, das ist ja alles noch mega im Rohbau, ne? Natürlich nicht so schön aus. Aber es ist auch sehr, sehr schwierig, solche Wege, die hoch und runter gehen, vernünftig zu gestalten. Oh, das sieht schön aus. Hier hast du dir richtig Mühe gegeben mit der Bepflanzung. Da sehe ich auch schon ein chinesisches Schuppentier. Das sieht süß aus, das Gehege. Cool. So, wir gehen mal hier weiter. Oh, hier ist noch ein Gehege. Ah, mit Komodowaran. Cool. Sehr interessant. Da oben ist das Wasser, kann man sogar unten drunter gucken. Das ist nicht ganz gut platziert. Weiß nicht, ob du dir... Hm. Also ich glaube, ich hätte mir nicht so ein Doppelgeländer hier gebaut, glaube ich. Hätte mir, glaube ich, hier ein Geländer gespart. Vielleicht hier das auf dieser Seite und dafür den Zaun dann möglichst nah ran oder so. Oder andersrum halt, das Geländer hier sparen und dafür das Geländer benutzen. Weiß gar nicht, ob das zählt als Tierbegrenzung. Müsste man ausprobieren. Aber sieht ein bisschen komisch aus mit so einem Doppelgeländer. Aber an sich auch ein sehr cooles Gehege. Hier kann man leider nicht mehr reingucken. Ist aber auch nicht schlimm. Tiere brauchen ja auch so einen kleinen Rückzugsort. Da können sie halt sich nach hier hinten chillen. Dann haben sie so ein bisschen ihre Ruhe. Ach, hier ist nochmal so ein Rückzugsort. Ah, okay. Cool. Finde ich gut, dass du sowas eingebaut hast, wo die dann mal nicht beobachtet werden, die Tiere. Und hier ist Schluss. Hier ist nur ein Mitarbeiterweg. Das heißt, wir müssten jetzt rein theoretisch das ganze Stück zurücklaufen.
Ist natürlich immer nicht so schön, ne? Am besten sind Rundläufe. Weil wer will schon die gleiche Strecke zurücklaufen, die er hingelaufen ist? Ja, wo sind wir? Hier sind wir gar nicht runtergegangen. Okay, vielleicht müssen wir gar nicht zurücklaufen. Ach, das ist auch nochmal das Gehege, oder was? Ja. Hier waren wir gerade, jetzt sind wir hier. Coole Idee. Das heißt, man kann hier nochmal die beim Schlafen beobachten. Okay, wir müssen gar nicht ganz zurücklaufen. Aber ich habe mich komplett verlaufen, Alter. Das sind indische Elefanten. Reicht dieser Zaun aus für die? Ich meine, klettern können die nicht, aber nicht, dass die den kaputt machen oder so. Finde ich auf jeden Fall cool. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Aber ich meine, die sind ja auch nicht so groß, ne? Fütterungszeit, da will ich zugucken. Oh! Da freut er sich. Lecker Gemüse. Der Dandy muss auch gleich was essen. Der hat auch Hunger. Guten Appetit. Die haben hier einen Turm gebaut aus Kackehaufen. Wie witzig. Nice. Boah, haben die hier wieder viel geködelt. Oh, süß. Süße Tierchen. Was machst du denn? Ja, cool. Da. Ah, hier ist sogar Underwater Viewing. Guck mal. Ja, cool. Das ist toll. Sowas mag ich. Ja, auch so ein bisschen ausprobiert. Aber es ist alles halt noch so sehr im Rohbau hier. Okay, was haben wir hier? Aber ich kann dir jetzt schon sagen, ne, so groß wie der Zoo jetzt schon ist, ich glaube, wenn du den richtig krass ausschmückst mit Felsen und so, dann wird das Spiel das von den Performance, also von der Performance her nicht mehr mitmachen. Dann wird das Spiel einfach längen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man muss halt wirklich klein und fein bauen in dem Spiel hier. Oder halt groß und nicht so fein, so wie du es jetzt gemacht hast. Man muss sich halt so einen kleinen Kompromiss dann suchen, was einem wichtiger ist. Ich bin tatsächlich mehr Fan von der Variante, mehr Details und dafür ein bisschen kleiner zu bauen. Hier sind Trampeltiere. Cool. Auch hier nur so ein kleiner Zaun, dadurch viele das sind. Aber dadurch wirkt das so, als wenn man direkt die Tiere streicheln kann. Das finde ich ganz cool. Guck mal hier, er kommt direkt her zum Streicheln. Oh, kleiner. Was gibt's zu meckern, Jungs? Hier hast du dich wieder mit Wasser ausgetobt. Das mit dem Wasser hast du wirklich gut gemacht vom Plätschern her. Cool aus. Na gut, hier fehlt das natürlich so ein bisschen. Aber das sieht man ja aus Besucherperspektive nicht wirklich. Gehen wir mal hier rein. Hä? Waren nicht hier die Elefanten drin? Bin verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ah nee, das ist ein anderes Gehege, glaube ich. Hier sind tatsächlich die Panzernashörner drin. Ich glaube, die können unter der Brücke hier durchlaufen. Ja, schaut mal. Die können hier unten durchlaufen. Können die wirklich hier rüber über diese Brücke? Das bezweifle ich. Gucken wir jetzt nach. Weil die ist wirklich sehr schmal, die Brücke. Ne, habe ich mir schon gedacht. Die können hier nicht langlaufen. Weil die Panzernashörner sind ja relativ groß. Und ich habe mir schon gedacht... Oh mein Gott, das reicht aus hier? So eine kleine Klippe? Okay. Da hätte ich ein bisschen Angst gehabt, dass sie da ausbüchsen können. Aber gut, scheint zu funktionieren. Gehen wir mal hier hoch. Nehmen wir dann nochmal einen schönen Ausguck. Auf die Pandas. Cool. Ah, ihr seht schon, ne? Hier ist halt alles noch sehr im Rohbau. Und hier endet wieder so random der Weg. Also ich glaube, das kannst du auch noch ein bisschen schöner machen. Dass das nicht so komisch einfach übergeht. Vielleicht mit ein bisschen Verkleiden. So ein Stuff-Only-Schild oder sowas. Hm. Aber am besten ist es sogar, einfach irgendwie so Rundgänge zu gestalten. Dass man nicht immer zurücklaufen muss. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Deswegen gehe ich jetzt auch in die andere Kamera. Ich habe wirklich gerade komplett den Überblick verloren, wo wir waren. Was wir noch sehen müssen. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Wir sind von hier lang gelaufen. Hier sieht man jetzt nochmal schön die Stromschnellen. Hier waren wir auch. Oh, das sieht cool aus, ne? Gebäude. Sind wir hier oben lang gelaufen, da waren wir drin. Sind wir hier lang gelaufen. Hier links hatten wir auch die Isabellbären waren es, ne? Oder Jasminbären, was habe ich gesagt? Ne, Isabellbären waren es. Jasminbären war falsch. Hier hatten wir, glaube ich, auch geguckt, ne? Das waren die taiwanischen, ja. Taiwanischen Schwarzbären.
Genau, hier sind wir einmal rumgelaufen. Das ist natürlich auch hier sehr schön immer, wenn man so einbaut mit Felsen. Guck mal, hättest du hier nicht sogar eine Wegverbindung rein theoretisch machen können? Dann hätte man ja sogar sowas wie einen Rundgang gehabt. Dann wärst du hier hinten lang gegangen und hier wieder zurück sozusagen. Wenn du das dann noch vernünftig ausschilderst, dann hättest du ja wirklich schon einen coolen Rundgang gehabt, glaube ich. So, hier geht es auf jeden Fall richtig krass hoch. Schaut mal, den Berg sind wir gerade hochgelaufen. Das Schild hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ist das, weil der Bär hier unten ist? Da auf der Seite das Schild. Hm. Sind auf jeden Fall die Schneeleoparden. Das finde ich cool, das Gehege. Das sieht mega nice aus. Ja, das ist richtig toll geworden. Ich mag das, dass du so krasse Höhenunterschiede hier eingebaut hast. Und das alles schön mit Klippen ausgestaltet hast. Dass die von ganz unten bis nach ganz oben können. Mit Wasserfall. Vielleicht hättest du sogar den Wasserfall noch hier eine Etage weiter runterführen können. Das wäre, glaube ich, noch cooler gewesen. Ja, das sind alles so kleine Sachen. So, hier sind wir lang gelaufen. Hier waren wir in der Aussichtsplattform. Dann geht es hier wieder runter. Ja, die Wege, das ist natürlich alles ein Rohbau. Hier sind dann die Komodo-Warane. Haben hier ihren Rückzugsort. Dann sind wir hier zurück. Dann hier hinten runtergegangen, genau. Hier sind die Elefanten gewesen. Dann waren hier die Pandas. Die haben auch ein sehr schönes Gehege. Die kann man von hier oben angucken, da angucken, da angucken. Hier unten. Also sehr, sehr schön gemacht. Und auch wieder so ein Gehege von unten bis nach oben. Schönes Gehege. Und hier haben wir die Panzernashörner. Die... Oh mein Gott, hier ist richtig die Riesengruppe gerade am Fressen. Hier sind die Trampeltiere auf jeden Fall. Hatten wir das Gehege gesehen? Oh, das habe ich gar nicht gesehen, das Gehege. Das ist auch nochmal ein einzelnes... Nee, ist kein einzelnes. Ach, das gehört noch zum Elefantengehege. Ach, die können hier unten drunter gehen. Ach, wie cool. Okay, ich habe mich gerade gewundert. Dachte so, da wäre ein einzelner Elefant in einem Gehege, ein Männchen. Aber dem war nicht so. Hier hinten haben wir auch noch irgendwas. Habe ich das gesehen? Taiwanischer Schwarzbär. Okay, das ist aber nochmal ein extra Gehege, oder? Ich glaube schon. Nee. Ach, wir sind jetzt schon wieder hier. Ach, okay. Ich bin jetzt hier gerade das Stück, wo ich gesagt habe, hier hätte man den Weg einfach verbinden können. Das bin ich jetzt gerade zurückgegangen. Weil dann hätte man wirklich diesen Rundgang so ein bisschen gehabt. Dann hättest du hier wieder zurückgehen können. Und dann wärst du sozusagen hier wieder gewesen. Du kannst dann hier wieder zurückgehen und das werden wir jetzt auch machen. Die Git Cam. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Waren wir hier schon drin? Oh, hier kann man die Pandas beim Schlafen beobachten. Hier waren wir aber nicht drin. Ich muss auch sagen, so ein bisschen die Wegführung ist in deinem Zoo, ja, ein bisschen verwirrend. Also ich habe mich jetzt schon echt verlaufen. Wenn man so viele Weggabelungen und sowas hat, dann sollte man, glaube ich, ein bisschen mehr ausschildern. Immer sehr hilfreich, wenn man Besucher dann in deinem Zoo ist, sozusagen. So. Achso, wenn ihr mal einen Zoo einschickt, achtet auf jeden Fall darauf, wie die FPS noch sind, ne? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel das einen Zoo, den ich jetzt bewerten wollte, der hatte wieder richtig schlechte FPS. Und deswegen musste ich den jetzt erstmal verschieben. Weil ich muss halt erstmal schauen, wie ich das Ganze jetzt löse. Ob ich da auch wieder einen Teil lösche, dann einen Teil besichtige und so weiter, wie beim Jumanji-Zoo. Aber das funktioniert halt auch nicht immer richtig. Also das ist sehr aufwendig. Und dadurch ein bisschen nervig. Wo bin ich denn hier? Sieht hier alles sehr Rohbaumäßig aus. Also das Wegenetz ist wirklich ultra verwirrend hier in deinem Zoo. Das Gehege, das habe ich vorhin schon von oben gesehen. Das waren die chinesischen Schuppentiere, ne? Oha. Da liegen sie auf jeden Fall. Ja, auch sehr interessant. Gibt da auf jeden Fall noch eine Untergrund-Viewing-Gallery. Ah, hier geht es, glaube ich, direkt runter. Da sieht alles mega Rohbaumäßig leider noch aus. Hier kann man die dann beobachten. Das ist ein kleines Baby. Weiter geht's. Auch die Wege, die kann man natürlich auch noch ein bisschen besser überglätten, ne? Auch so eine Sache. Da habe ich ein Affengehege. Sind denn die Tiere immer alle? Verstecken sich voll. Aber ich glaube, das liegt daran, dass du einfach gute Rückzugsorte gebaut hast. Da ist er. Orang-Utan ist das, ne? Ja.
Coole Idee hier mit diesem Fächerdach. Da läuft er jetzt in aller Ruhe gemütlich hoch. Das ist cool, dass der so chillig läuft. Und nicht so hektisch ist wie die meisten Affen. Auch so richtig elegant, wie er mit den Schultern wackelt. Okay, der Uran-Utan ist nice. Cooles Äffchen. Da schläft auch noch einer unten. Doch, Penta. Hier hat man nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Da knabbern sich die Läuse vom Rücken. Okay, hier haben wir das nächste Gehege, glaube ich. Nee. Hier ist noch leider nicht fertig geworden. Noch alles in Planung, so wie es aussieht. Hier ist aber auch schon wieder ein Gehege. Also Gehege hast du wirklich ohne Ende. Das sind Ganges-Gaviale, die hier drin sind. Okay. Oha, was ist das? Ah, das ist Unterwasser-Viewing. Da sieht man sie. Und drehen gerade richtig durch. Kann man hier einen sehen unter Wasser? Natürlich ist gerade keiner im Wasser, ne? So wie es aussieht. Ne, leider nicht. Ist aber irgendwie auch immer der Fall, wenn ich gerade bei so einer Galerie bin. Hier oben ist nur Mitarbeiterkrams. Asia. Hm. Oh, Flamingos. Ach, jetzt sind wir bei diesem Gehege, okay. Das heißt, wir müssten hier wieder beim Eingang irgendwo sein. Boah. Boah, groß, ne? Heftig. Wie schwer werden die? Mal kurz nach. 300 Kilo, oha. Okay. Die Männchen werden ganz schön groß. Hier sind wir gerade lang gelaufen, ne? Ist das Flamingo-Gehege? Ich glaube, das Flamingo-Gehege ist das letzte. Wir gehen mal zum Eingang wieder und schauen dann von da. Weil hier ist, glaube ich... Genau, hier ist dann der Weg in das Flamingo-Gehege. Nämlich auch begehbar. Da sind sie am Planschen. Cool, so einen Steg hast du hier gebaut mit so Glasdächern. Hier geht es dann über so eine Brücke rüber, die auch sehr interessant aussieht. Boah, wie viele das sind. Oh mein Gott, da sind sie alle im Unterstand. Sie alle versteckt. Okay, das war das Flamingo-Gehege. Wir gehen aber nochmal einmal Asia-Ausgang. Okay, Asien-Ausgang. Dann geht es hier nochmal lang. Da kann man nochmal die Flamingos sehen. Oh, und hier endet der Ausgang. What? Das verstehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist cool, dass man die hier direkt vor der Scheibe beobachten kann, die Flamingos. Aber das verstehe ich gerade echt nicht so ganz. Hier ist Asien-Ausgang. Und dann müsste man da nicht irgendwie aus dem Park rauskommen oder sowas. Aber irgendwie endet es dann einfach hier. Hm. Ja, das Wegenetz in deinem Zoo ist ein bisschen verwirrend gewesen. Nicht ganz ehrlich. Aber es war trotzdem sehr interessant. Du hast sehr viele coole Ideen und sehr viel coole Gehege in deinem Zoo gehabt. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alles gesehen. Ich glaube aber schon. Also du bist halt teilweise noch nicht fertig geworden. Aber du musst halt echt aufpassen. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Plan das Ganze nicht zu groß, weil irgendwann wird das Spiel nicht mehr mitmachen. Also bau lieber mehrere Zoos und dafür kleinere Zoos und dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren in die Zoos, in Details und so ein Kram. Mülzner Zoo. Das ist dann die Beleuchtung. Nehmen wir irgendwas mega krasses? Nö, das scheint hier alles nur so ganz normale Asia-Beleuchtung zu sein. Ich finde es immer cool, wenn so Bäume und so angestrahlt werden von irgendwelchen Scheinwerfern. Das finde ich immer mega cool. Okay, das war der Zoo, der Mülzner Zoo. Ich glaube, von Kai war es, ne? Falls das jetzt falsch ist, seien wir bitte nicht böse. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einsenden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dein Zoo zu besichtigen. Und ich würde sagen, ihr schreibt jetzt mal am besten in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Kai fandet. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, dann könnt ihr das tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Bedenkt aber bitte, dass ihr ein bisschen Zeit mitbringt, weil wir mittlerweile schon wieder fast einen Monat hinterherhängen, was die Zoos angeht. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ihr mir so viele tolle Zoos einsendet. Also es ist mir wirklich eine Ehre, eure Zoos besuchen zu dürfen. Und ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.